Jetzt kommt eine harte Zeit. Die Melonen schmecken nämlich nicht mehr. Und es wird auch langsam kalt. Das bedeutet so ein bisschen, die Melonensaison, die geht langsam zu Ende. Das ist sehr schade. Die Melonensaison, das ist doch die schönste Zeit des Jahres. Aber es ist nicht so wild. Die Äpfel sind ziemlich lecker. Und in einer Woche oder so geht bei mir auch die Traubensaison los, wenn die im Laden anfangen, reduziert zu sein. Jedenfalls, das dauert noch eine Weile, bis ich mich aber auf diese neuen Obstarten eingestellt habe. Ich habe jetzt die letzten Tage viele Äpfel gegessen und ich habe gemerkt, ich verdau die nur ganz langsam. So eine Melone, die verdau ich sofort. Die habe ich, weiß nicht, 1, 2 Stunden später ist sie wieder draußen. Und dann esse ich so den ganzen Tag Äpfel. Mega am Äpfel genießen. Warte noch eine Stunde, dann esse ich wieder 3 Äpfel. Und dann gucke ich an mir runter und mein Bauch ist ganz dick, als wäre ich schwanger, weil mein Körper wahrscheinlich noch nicht gelernt hat, die zu verdauen. Weil die ganze Darmflora und die ganzen Verdauungssäfte sich da erst drauf einstellen. Das ist jetzt leider nicht so krass, aber als ich gestern geguckt habe, hatte ich so eine krasse Wampe, also so ein kleines bisschen größer. Bin ich gar nicht gewöhnt. Fühlt sich lustig wieder so übergewichtig und so fettleibig zu sein. Na jedenfalls. Weil jetzt die Melonenzeit zu Ende ist, brauche ich nicht mehr länger warten und kann jetzt endlich dieses Video hier zeigen. Und in dem Video habe ich alle Melonen, ich glaube mit Ausnahme von ein oder zwei, die ich vergessen habe, habe ich alle Melonen, die ich gegessen habe, gefilmt. Und ich habe, weil das so der aufregendste Moment ist, habe ich eben so den Moment, wo ich sie aufschneide und dann so krrrk aufreiße, den habe ich gefilmt und den will ich in dem Video zeigen. Das klingt nämlich als wie als würde ein Baum fallen. Deswegen präsentiere ich jetzt hier voller Stolz so eine Compilation von allen Melonen, die ich diese Saison gegessen habe. Oh. Da war eine Menge Spannung drauf.
Schön das Mikro ranholen. Das ist es. Bei der hier bin ich ein bisschen besorgt. Die hat hier am unteren Ende hat die so ein Ding, wo in meinem Rucksack Flüssigkeit rausgekommen ist und es stinkt ein bisschen. Jetzt habe ich richtig Sorge, dass die irgendwie sauer geworden ist oder so. Ich hoffe nicht, das wäre jetzt ihr Albtraum. Sie nehme ich nach 10. Ich habe keine Wassermelone mehr, außer die, die ich gerade gekauft habe. Und wenn die jetzt nicht lecker ist, dann habe ich keine. Oh, oh, oh. Riecht okay.
hier ab. Jesus. Jetzt kommt der Money Shot. Oh yeah. Thank you.
Jetzt habe ich hier eine. Das sehe ich und rieche ich an diesem kleinen Schnitt hier. Hier. Die hatte unter ihrem Aufkleber, hatte die den Schnitt. Ob das Zufall war? Es ist zu pervers, um Zufall zu sein, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe nicht, dass die Maschinen so schlau sind, dass sie mit einer Kamera rausfinden, wo die eklige Stelle ist und dann genau da ihren Aufkleber drauf machen. Ich hoffe nicht.
Das waren jetzt 73 Melonen, die ich angeschnitten habe. Ein paar waren schlecht und ein paar Mal habe ich vergessen zu filmen. Ich würde denken, das waren 70 Melonen, die ich diese Saison gegessen habe. Also Juni, Juli, August hauptsächlich. 70 Stück! Weniger möchte ich in den nächsten Jahren nicht essen, aber ich werde auf jeden Fall zu faul sein, es zu filmen. Es waren fast immer bei mir solche kleinen 4,5 Kilo Melonen und ich glaube, zweimal hatte ich so eine 10 Kilo Melonen, so eine dicken. Ich hatte auch eine gelbe, ich probiere immer jedes Jahr eine und ich hatte noch nicht einmal eine leckere gelbe, die mir geschmeckt hat. Deswegen, die werde ich auch in Zukunft meiden. Ich habe aufgeschrieben, im Juni habe ich 28 Melonen gegessen. Da habe ich ja auch richtig Saftfasten gemacht. Da habe ich ja eine Zeit lang gar nichts anderes gegessen. Dann habe ich im Juli 19 Melonen und im August 17 Melonen gegessen. Also immer so um die 20. 70% zu denen, würde ich schätzen, habe ich zu Saft gemacht und den Rest habe ich einfach so gegessen. Ist eh ein ganz netter kleiner Trick. Wenn die nicht so lecker schmeckt oder wenn die ein bisschen mehlig ist, immer zu Saft machen. Die haben fast alle geschmeckt, also so gut wie alle waren sehr lecker. Zwei waren unglaublich legendär lecker. Zwei haben so neutral, so ziemlich wässrig, ziemlich nach gar nichts geschmeckt, weder gut noch schlecht. Und zwei waren eklig. Die waren nicht schlecht, aber die haben einfach nicht geschmeckt. Habe ich mir noch aufgeschrieben, ich habe bei Aldi 60 Melonen. Ich habe bei Aldi 60 Melonen gekauft und von denen waren zwei eklig. So eine Würzbomben, so eine stinkenden Dinger, die explodieren können, habe ich vor ein paar Tagen herausgefunden. Bei Lidl habe ich sechs gekauft und da waren drei eklig. Und von Edeka habe ich, glaube ich, fünf gekauft, von denen waren zwei eklig. Also hat schon seinen Sinn, dass ich immer bei Aldi kaufe. Da sind einfach, ich weiß nicht, ob die was anderes machen. Vielleicht haben die irgendwelche hochtechnologischen Methoden, dass sie da mit Kameras rüberfahren und genau wissen, welche eklig sind oder vielleicht kühlen die besser oder so. Aber meine Vermutung, die ich Anfang des Jahres hatte, die hat sich auch am Ende des Jahres bestätigt, dass bei Aldi die wenigsten eklig sind. Also manchmal habe ich so bei Edeka welche erwischt, die haben nur 49 Cent oder 55 Cent oder so wenig gekostet, aber bei denen war auch jede zweite eklig, deswegen werde ich mir mal noch sehr genau überlegen, ob ich nochmal so eine Mega-Schnäppchen kaufe und nicht einfach die generell ziemlich günstigen bei Aldi kaufe. Die sind so geschwankt über die Zeit. Die haben bei Aldi so im günstigsten Fall haben sie, glaube ich, 66 Cent gekostet, mal 79, mal 89. Und ich habe strategisch immer so eingekauft, dass wenn die so 66, 69 Cent gekostet haben oder so, dass ich dann gleich 10 oder 12 auf einmal gekauft habe. Das habe ich zwei, dreimal gemacht dieses Jahr wieder. Und mache ich auch in Zukunft wieder so. Na gut, das war meine Melonensaison.